Okay, also. Ich bin die Tinka Kläffner. Und was ich immer als allererstes gefragt werde, ist: Tinka, ist das dein richtiger Name? Boah, was für ein schöner Name. Bist du aus Russland? Ich bin vom Bodensee, ist noch schöner. Und am Bodensee, von der badisch-alemannischen Ecke bin ich, da redet man nicht, sondern da schwätzt man. Und Tinka, ja, ist eine Abkürzung von Katharina. Und weil die nicht Katharina sagen, sondern Käthe oder Skettale oder die Kathi, habe ich beschlossen, nee, so will ich nicht heißen. Und meine Schwester hat mich immer schon Tinka genannt. Und ich hatte dann einen Schulwechsel in meinem Lebenslauf. Und mit diesem Schulwechsel habe ich diesen Namen mitgenommen und habe mich überall nur noch radikal als Tinka vorgestellt. Und seitdem bin ich Tinka. Das ist schon ziemlich lang. Und was ich natürlich noch immer wieder gefragt werde, wie wahrscheinlich jeder meiner sehr wertvollen Kolleginnen und Kollegen: Warum bist du Schauspielerin geworden? Ja, also wir können uns gerne auf einen Kaffee trinken, dann würde ich weiter ausholen. Aber jetzt mal als kurze Antwort kann ich sagen, was mein Bild und mein Verständnis von Schauspielerei fundamental verändert hat. Ich wollte immer gefallen, ich wollte immer gut dastehen, ich wollte immer irgendwas sein, ich wollte immer irgendeinen Lack um mich herum haben, der was verkauft. Und ich habe in letzter Zeit ein Projekt mit Kindern gemacht, ein Theaterprojekt, wo wir mit eigenen Mitteln, was die Kinder brachten, was erarbeitet haben. Und da habe ich begriffen, was es heißt, zu Schauspielern und was man mit Schauspiel erreichen kann, wie man berühren kann. Das waren Kinder aus einem Kinderdorf, das heißt, pädagogisch wertvoll formuliert, entwicklungsverzögerte Kinder, tatsächlich einfach schwer traumatisierte Kinder. Und wenn man sich auf die einlässt und wenn man sich darauf einlässt, was in jedem von uns steckt an Fantasie und Kreativität, was heißt, wenn ich mich darauf einlasse, was in mir steckt, dann wird es ganz groß. Und das ist der Grund, warum ich auch heute hier sitze, weil ich sozusagen jetzt bereit bin, mich auch vor die Kamera zu stellen und mich selber zu berühren und damit euch zu berühren.